Und herzlich willkommen zurück, meine Möwen. Letztes Jahr habe ich dieses Video hier gemacht, nämlich Spiele, die unter dem Tannenbaum gehören. Und ich habe mir gedacht, dieses Jahr teile ich das mal auf Switch und PlayStation 4 auf. Heute seht ihr die Switch-Spiele, die ich euch empfehle. Und morgen kommt das passende Video zur PlayStation 4 raus. Und ich würde sagen, los geht's! Als allererstes möchte ich euch ein Strategie-RPG-Spiel vorstellen. Ihr werdet es wahrscheinlich kennen. Es handelt sich hierbei um Fire Emblem Three Houses. Das ist natürlich ein Strategie-Rollenspiel von Nintendo. Und was soll ich sagen? Ich habe dieses Spiel sehr, sehr viel gesuchtet. Wer die Fire Emblem-Reihe natürlich kennt, dem wird bekannt sein, dass man in Strategierollenspielen Zug für Zug auf seiner Karte am Kämpfen ist. Man hat aber neben diesem ganzen Kampfgeschehen auch einen Campus, auf dem man sich befindet, in dem man die Beziehungen zueinander stärken kann. Vor allem ist es hier wichtig, dass wir in die Haut eines jungen Lehrers schlüpfen, der seine Studenten anweist, wie sie sich entwickeln sollen. Im Sinne von, du kannst dir aussuchen, soll das ein Schwertkämpfer werden, soll das ein Bogenschütze werden, soll das ein Magier werden, etc. pp. Es gibt unendlich viele Klassenmöglichkeiten in diesem Spiel, die man zur Verfügung hat. Und dieses Spiel in kleinen, kurzen Sätzen runterzubrechen, ist wirklich schwierig. Ich kann nur von mir erzählen, dass ich dieses Spiel wirklich sehr genossen habe. Es gibt drei Pfade, die wir hier angehen können. Das ist einmal das Löwenhaus, einmal das Hirschhaus und das Adlerhaus. Und jede Geschichte endet ein wenig anders und hat verschiedene, naja, sagen wir mal, Verzweigungen bedeutet, im Löwenhaus passiert was anderes als im Hirschhaus, als auch im Adlerhaus. Es lohnt sich also auf jeden Fall, alle drei Spiele, Durchgänge durchzubringen und sich dann die gesamte Geschichte anzuschauen, denn erst dann versteht man eigentlich, was zur Hölle ist da eigentlich los und wie hängt was miteinander zusammen. Daher für alle Strategie-RPG-Freunde eine ganz klare Fischi-Empfehlung zu Fire Emblem Three Houses. Bei den nächsten beiden Spielen, die ich euch empfehlen möchte, handelt es sich um Ports. Ja, ihr habt richtig gehört, es handelt sich um Ports. Und zwar von zwei Spielen, die ich persönlich sehr, sehr gerne spiele und auf viel zu vielen Systemen bereits besitze. Deswegen halte ich sie euch einmal kurz rein. Es handelt sich hierbei um Final Fantasy XII und Final Fantasy X. Nicht verwundern, ich habe die japanische Fassung. Das deutsche Cover sieht natürlich anders aus. Aber was ich sagen möchte ist, ein gutes Final Fantasy sollte man nicht verschmähen. Wer mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich ein großer Fan von Final Fantasy X bin. Und das will und kann ich auch gar nicht leugnen, das möchte ich ja auch nicht. Und ich kann euch diese beiden klassischen RPGs in dem Sinne ans Herz legen, weil es wirklich, ich sag mal, Klassiker sind im Sinne von, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man Final Fantasy mag oder an sich RPGs mag. In Final Fantasy X ist es natürlich so, dass wir Yunas Reise begleiten aus den Augen von Tidus, denn Yuna ist ein Medium, das zum hohen Medium aufsteigen möchte, um Sin zu besiegen. Es ist eine schöne... vielleicht auch ein bisschen melancholische Geschichte. Ich muss sagen, es ist bis heute mein Lieblings-Final Fantasy, deswegen kann ich da nicht anders, als es weiterzuempfehlen. Und bei Final Fantasy XII schlüpfen wir in die Haut des jungen Diebes Vaan, der eines Tages ein Luftpirat werden möchte und irgendwie per Zufall in etwas ganz Großes reingerät, womit er am Anfang nicht gerechnet hatte. Deswegen auch diese beiden Spiele, auch wenn sie schon älter sind und viele sie wahrscheinlich schon kennen, aber wer es noch nicht kennt und Lust hat auf den Handheld-Modus, ich kann euch die beiden Final Fantasies definitiv weiterempfehlen. Dieses Jahr rausgekommen und natürlich ein großer Hit, denn der Vorgänger war schon ultra beliebt, ist natürlich auch der Super Mario Maker 2. In meiner Community nennen wir es liebevoll Luigi Maker. Grüße an alle Möwen, die mir das Spiel geschenkt haben. Vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür. Und ja, was soll man sagen? Ich glaube, bei Mario Maker... Luigi Maker, kann man nicht viel falsch machen. Ich glaube, dass dieses Prinzip von den Mario Maker nicht unbekannt ist. Man kann seine eigenen Level bauen, man kann sie hochladen, man kann andere Level von anderen Spielern spielen. Und wer auf Jump'n'Runs steht oder Bock hat, selber mal kreativ zu werden und eigene Level zu bauen, kann mit diesem Spiel sehr, sehr glücklich werden. Es gibt auch einen Multiplayer-Modus, der anfangs ziemlich laggy war. Mittlerweile ist er schon einigermaßen besser geworden. Aber je nachdem, wer eine schlechte Internetverbindung hat und dann mit der Gruppe spielt, da kann es natürlich dazu kommen, dass man auf einmal im Zeitloop-Modus da durch die Level wackelt. Also würde ich sagen, den Mehrspielermodus kann ich nur bedingt empfehlen, was meine Erfahrungen bisher mit diesem Modus sind, aber den Einzelspielermodus und die Online-Level, die es dafür gibt, sind einfach nur super lustig, machen Spaß. Es gibt verschiedene Teilsets, heißt von
dem NES-Teil bis zu New Super Mario Bros., glaube ich, heißt der neueste. Nagelt mich nicht fest auf die neuesten Grafik-Designs. Ich mag nur die Super Mario World-Grafik und von Super Mario 3. Also, ich bin da etwas limitiert, weil, ne? Persönlicher Geschmack und so. Aber auf jeden Fall kann ich euch Super Mario Maker, Super Luigi Maker wärmstens empfehlen, wenn ihr Bock auf sowas habt und Spaß an Jump'n'Runs habt. Kennt ihr das noch? Ihr hört lange von eurem Vater nichts. Hört dann so, ey, da in Stadt XY, da steht eine Hütte. Wenn du willst, kannst du da einziehen. Du hast ja eh nichts zu tun. Könnte Harvest Moon sein. Aber nein, ich rede hier von My Time at Portia. Denn als Junge oder Mädchen kommen wir in die sogenannte Stadt oder Dorf, wenn man möchte, Portia und können uns dort als Handwerker verdingen. Bedeutet, hier ist vor allem Crafting das große Ganze. Es gibt einen Handlungsstrang, der sich durch das gesamte Spiel zieht und auch tatsächlich hinterher ein Ende findet. Aber ihr solltet damit rechnen, dass das um die 60, 70 Stunden dauern kann, bevor ihr das Ende seht. Und dieses Spiel ist vor allem für Leute geeignet, die gerne Ressourcen sammeln, die gerne Sachen entdecken, die gerne auch mal kämpfen. Denn in diesem Spiel kann man auch kämpfen. Und natürlich, die auch auf Beziehungen stehen, im Sinne von, du kannst dich mit Charakteren anfreunden. Es gibt ein paar Events, man kann sich mit Charakteren treffen, man kann sich daten. Man kann zum Beispiel miteinander spielen, im Sinne von, du kannst mit jemandem ins Restaurant gehen, etc. pp. Du musst natürlich auch sehr viele Quests annehmen. Und eine deiner Aufgaben ist es, dadurch, dass du in so einer Art Handelsgilde bist, versuchen, auf Platz 1 zu gelangen, um es den anderen Handwerkern, die ganz schön arrogant in dieser Stadt sind, naja, den einer reinzuwürgen. Von der Grafik her sieht Portia recht niedlich aus, möchte ich meinen. Es gab auch schon einige Updates, die das Spiel noch mehr verbessert haben und noch mehr Möglichkeiten reingepatcht haben. Soweit ich weiß, sind die auch alle umsonst. Ich habe es vor ungefähr einem halben Jahr durchgespielt und ich muss sagen, ich habe es gesuchtet. Vor allem kann ich es empfehlen, da ich es sogar auf der PlayStation 4 gespielt habe und dann nochmal auf der Nintendo Switch. Es heißt, dass es ab und zu mal zu Ruckeln kommen kann zu diesem Spiel, ist mir, glaube ich, ein paar Mal aufgefallen, war aber jetzt nichts Gravierendes und auch nicht ständig. Falls ihr was fürs Crafting übrig habt und auch noch eine Story dazu haben möchtet und vor allem auch gerne mit anderen Charakteren interagiert und euch darum kümmert, dann könnte Portia auch etwas für euch sein. Okay, beim nächsten Titel muss ich gestehen, ich habe sie bisher nur angespielt, aber ich höre aus meiner Community nur Gutes über diese Reihe. Ursprünglich kam das Ganze nur als Download raus, dann hieß es, es kommt nur im Square Enix Shop raus und dann kam es irgendwie doch auf Amazon raus. Ich rede hier von der Collection of Mana. Seiken Densetsu 2 oder hier Secret of Mana gab es ja auch schon als Remake für die PlayStation 4, was ja so lala sein soll. Und hier haben wir die ursprünglichen drei Spiele drauf. Und zwar, jetzt habe ich natürlich das Wendecover drin. Eine Sekunde. Wir haben hier einmal Final Fantasy Adventure bzw. Mystic Quest drin. Dann das erste Secret of Mana und Secret of Mana Trials. Erzähl ich Quatsch? Trials of Mana, so rum. Trials of Mana kam nie in Deutschland raus. Und ich muss sagen, hier auf dieser Cartridge, wo ja diese Super Nintendo Spiele drauf sind. Und ist das eines Game Boy? Ist das Game Boy? Ist das Game Boy? Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gespielt. Trials of Mana ist auf jeden Fall deutsch in diesem Spiel vorhanden. Wer also den Klassiker mal spielen möchte oder auch Secret of Mana bzw. Seiken Densetsu 2, den kann ich das Spiel empfehlen. Ich selbst habe Trials of Mana, also Seiken Densetsu 3, angespielt und ich weiß, nächstes Jahr kommt ja quasi das Remake zu diesem Spiel heraus und da habe ich unheimlich Bock drauf, weil das, was ich bisher angespielt hatte, hat mir sehr gut gefallen und ganz ehrlich, Retail für so eine Collection mit deutschen Untertiteln, die es vorher bei dem einen Spiel zumindest nicht gab, bei Mystic Quest, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist eine zeitlose Grafik. Wenn ihr auf Super Nintendo RPGs, Action Adventures steht und kein Englisch könnt oder nicht sehr gutes Englisch könnt, hier ist es auf Deutsch drauf und das ist Gold wert. Also die Collection of Mana, was ich eigentlich sagen wollte, ist eine ganz klare Fischi-Empfehlung von mir. Vielleicht bin ich ein kleiner, ich glaube, 9-jähriger Junge und werde in eine andere Welt gezogen. Und da lerne ich das Farmen. Denn manchmal ist das so. Zumindest in Doraemon, Story of Seasons oder Doraemon, wie auch immer man es aussprechen möchte. Und zwar spielen wir hier den kleinen Nobita, der mit seinen Freunden durch ein magisches Baumereignis in die Welt von Story of Seasons gezogen wird und die Freundesgruppe weiß anfangs nicht, wie sie wieder nach Hause kommen soll. Und was bleibt da übrig, als sich erst einmal in dem Dorf einzuleben, wo man angekommen ist?
Das Ganze wird natürlich mit einem schönen, einfachen Tutorial erklärt. Ich muss aber gestehen, dass die erste Dreiviertelstunde tatsächlich die ganzen Charaktere einführt, dir die Grundprinzipien des Spiels zeigt. Natürlich kann man hier auch die ganzen Tutorials wegskippen, was eine super Funktion ist. Das gibt es nicht in jedem Harvest Moon, beziehungsweise Story of Season Spielen. Denn das sind die Spiele, die wir mögen. Und es geht vor allem in Story of Seasons natürlich einerseits um das Farming. Man kann hier Farmen, man kann Kühe haben, man kann Schafe haben, man kann Hühner haben, man kann auch ein Pferd haben, man kann Felder bestellen, man kann auch Sachen ausbauen, man kann hier kochen, man kann hier fischen, man kann hier in die Mine gehen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Aber das Wichtigste in diesem Spiel ist tatsächlich die Freundschaft. Es ist wichtig, Charaktere wieder miteinander näher zu bringen, Dinge herauszufinden, warum agieren Charaktere X, Y und Z so und so, was ist das Problem von Charakter A, warum macht Charakter B das etc. Denn der Schlüssel in diesem Spiel ist tatsächlich Interaktion mit anderen Charakteren. Natürlich gibt es auch hier typische Story of Seasons, Wettbewerbe etc. Ich muss aber sagen, dass es natürlich nicht ganz so ausgeprägt ist, wie zum Beispiel in Story of Season, Trio of Towns etc. pp. Es ist eher so diese leichte Variante für Neueinsteiger dieser Serie. Da Nobita unser Hauptcharakter ist, wird es auch manchmal sehr lustige Szenen mit Nobita geben, wo er sich ein bisschen dämlich anstellt. Oder man kann ihn auch dämlich antworten lassen. Das hat mir sehr gut gefallen. Meine Nobita-Version war immer ein bisschen so, den willst du auf den Kopf tätschen, weil ach Nobita. Aber was soll ich sagen, es ist ein schönes kleines Story of Seasons mit mehr Fokus auf Freundschaft, auch wenn sehr viel Farming da drin vorhanden ist, das man machen kann. Dennoch vermisse ich da ein paar, ich sag mal, Grundaspekte, die es in den Story of Seasons Spielen gibt. Wiederum sind hier Sachen drin, die ich in anderen Spielen vermisse. Also bin ich mal gespannt, falls wir mal ein Story of Seasons, also ein Hauptteil ohne ein Crossover bekommen, ob wir ein bisschen was aus Dorarimon damit reinkriegen. Aber von mir ist das trotz allem für alle Story of Seasons, damals als Harvest Moon bekannte Spielereihe-Fans, wärmstens zu empfehlen. Es macht Spaß, es ist ein schönes Spiel und manchmal ist Freundschaft eben wichtiger als eine gut führende Farm. Aber glaubt mir, man kann viel ausbauen. Und das letzte Spiel, was ich euch empfehlen möchte, ich meine, ich habe darauf gewartet, ich habe jahrelang darauf gewartet. Wie könnte es anders sein? Luigi's Mansion! Natürlich empfehle ich euch als großer Luigi-Fan Luigi's Mansion 3. Ich persönlich habe es zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht durchgespielt. Ich spiele es ja regelmäßig aktuell in meinen Streams, dienstags und mittwochs. Und was soll ich euch sagen? Dieses Spiel ist wunderschön. Es ist einfach wunderschön. Es steckt so viel Liebe zum Detail da drin, dass ich glaube, viel länger in diesem Spiel stecke, als ich eigentlich müsste oder sollte oder könnte. Denn ich versuche alles umzugraben, versuche alles selber rauszufinden. Ich versuche nicht im Internet nach irgendwelchen Lösungen zu gucken. Ich habe es bei einem Teil gemacht. Ich sage nur quietsche Ente. Alle, die es gespielt haben, werden wissen, was ich meine. Ansonsten bitte nicht unten in die Kommentare spoilern. Es ist bisher das wirklich wunderschönste Luigi's Mansion, das wir uns vorstellen können. Ich fand die Steuerung super einfach, aber gut, ich bin die anderen beiden Teile gewohnt und habe Luigi's Mansion 1 vielleicht ein bisschen zu oft durchgespielt. Aber mehr Liebe für Luigi ist nie verkehrt, wenn ihr mich fragt. Ein anderer Aspekt, der mir sehr gut gefällt, ist, dass es verschiedene Stockwerke gibt und jedes Stockwerk ein eigenes Thema besitzt. Im Sinne von, am Anfang bist du zum Beispiel im Keller, dann kommst du ins Foyer und dann fängt es an, auf einmal ein bisschen verrückter zu werden. Aber jedes Level hat so seine eigenen Gimmicks, seine eigenen Sachen, die man herausfinden muss und es fühlt sich nicht gleich an. Im Sinne von, hey, ich musste zum Beispiel da den Schrank öffnen und dann finde ich da ein Item und im nächsten Level ist es genau dasselbe, nur auf einmal in grün oder blau, gelb, ihr wisst, was ich meine. Es gibt immer sehr viel zu entdecken und es gibt auch sehr viele sammelbare Sachen in diesem Spiel. Neben, naja, ich sag mal Edelsteinen, die man direkt am Anfang auch entdecken kann, das ist kein Geheimnis, gibt es auch noch andere Sachen, die man dort entdecken kann und es macht Spaß, diese Sachen selber herauszufinden. Also wer ein Entdeckergeist ist und Freude daran hat, Sachen zu suchen, zu entdecken, zu erkunden und wer einen kleinen Hang für den Grünklempner hat, der übrigens viel besser ist als der andere, den kann ich ganz herzlich Luigi's Mansion 3 empfehlen. Und ja, ich bin ein totales Fangirl und es ist mir egal, Luigi ist toll, Punkt. So, bevor Vergangenheitsfische hier das Video beendet, natürlich ist meine große Empfehlung auch The Legend of Zelda Link's Awakening. Ihr seht es im Video, dass es auf der Kopfhöhe von mir zu sehen ist, aber dadurch, dass ich das Spielecase in der Verpackung hatte, habe ich es natürlich nicht in der Hand gehabt und dadurch habe ich es vergessen rauszuholen und euch zu zeigen. Deswegen,
Zelda Link's Awakening ist natürlich eine ganz, ganz klare Wind-Fishy-Empfehlung von mir. Es ist ein wunderschönes Spiel und wer es auf dem Gameboy als Kind geliebt hat, der wird auch mit diesem Spiel mega glücklich sein. Deswegen, so, Vergangenheits-Fishy, mach du weiter. Editier-Fishy ist jetzt over and out. Und das war's mit den Spieleempfehlungen von mir für euch für die Nintendo Switch. Ich habe euch unten Affiliate-Links zu Amazon mit den gewissen Spielen verlinkt. Falls ihr darauf klicken möchtet, würde ich mich natürlich freuen. Ist kein Muss, aber ich habe mir gedacht, komm, ich baue das mal ein. Das macht man so. Ansonsten würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und ihr wisst ja, tut nicht zu viel, tut nicht zu wenig, haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!